Für den Fall, dass mir etwas passieren sollte, kann ich auf dem Natel ein paar Angaben machen, die der Rettungsdienst lesen kann, ohne das Natel entsperren zu müssen. Oder vielleicht habe ich das Natel auch nur verloren und die Finderin ruft meinen Vertrauenskontakt an. Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Oder ich finde ein Natel und kann einen Kontakt anrufen oder jemandem helfen. Daran denkt man ja viel zu wenig. Okay, man könnte auch einfach einen Notfallzettel hinten aufs Natel kleben mit Notfalltelefonnummern, Blutgruppe, Notfallmedikamente und so weiter. Mein Natel hat auf der Seite einen Schalter, der in den Notfallmodus wechselt. Das heißt, das Natel geht in einen ultimativen Stromsparmodus mit minimalen Funktionen. Bei anderen Android-Geräten kann man die Ein-Ausschalt-Taste lange gedrückt halten und kann so den Notfallmodus einschalten oder dann wieder abbrechen. Keine Bange, es geht damit kein Alarm raus an den Rettungsdienst. Habe ich das Natel aber ganz ausgeschaltet, muss ich beim Einschalten zuerst die SIM-Karte entsperren mit einem Code. Aber man sieht, hier wäre ein Notruf bereits möglich. Dann erscheint der Startbildschirm. Hier habe ich schon mal mit einem Bildprogramm eine Mailadresse ins Bild kopiert, aber ich muss nochmals einen Code eingeben oder könnte auch hier wieder auf den Notruf gehen und hätte dann Zugriff auf Notfallinformationen. Aber im Moment ist da noch nichts. Vielleicht habe ich ja eine Wespenstichallergie. So wäre es doch wichtig, das stünde hier. Also richte ich es ein. Bei mir muss ich zuerst von oben nach unten wischen. Und ja, manchmal nochmals nach unten wischen, bis dieses Zahnrad erscheint. Vielleicht erscheint das bei Ihnen schon früher. Ich klicke auf das Zahnrad, gehe hier bei diesen Einstellungen auf, ich scrolle hier nach unten zu Nutzer. Bei Nutzer könnte ich hier weitere Personen eintragen, die mein Natel gebrauchen können. Oder ich sage hier bei mir Notfallinformationen. Bei allen Natels ist das vermutlich ähnlich eingerichtet und an einem ähnlichen Ort zu finden. Also Notfallinformationen. Und nun schreibe ich hier all das rein, was eben wichtig ist. Ich sage mal überlebenswichtig. Also hier Informationen zu mir, Name, Adresse, Blutgruppe natürlich. Habe ich Allergien, brauche ich Medikamente, wäre ich allenfalls bereit, Organe zu spenden. Und wichtig hier die Kontakte. Wenn ich hier einen Kontakt hinzufügen will, dann erscheinen alle meine Kontakte und da habe ich einige davon. Ich wähle dann natürlich zwei, drei aus, die wichtig sind. Jenen könnte man dann sofort anrufen. Also ich klicke mal hier auf Kontakt hinzufügen. Ja, und jetzt erscheint hier die ganze Liste. Ich wähle nun zwei, drei davon aus. Ich habe nun diese Liste hier vervollständigt, gehe zurück zu Info und fülle nun hier die wichtigsten Informationen noch ein. Das habe ich nun gemacht. Sollte ich jetzt mal in eine Notsituation kommen, dann bin ich schnell an meinen Notfallnummern und vielleicht kommt ja auch jemand, der mich findet, auf die Idee, bei mir auf dem Natel nachzusehen, ob da irgendetwas hinterlegt ist unter Notfallnummern. Das war's.